Wir wollen die Einbeziehung von Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung realisieren, langfristig, mittelfristig, wie auch immer Sie es nennen wollen. Ich sage das langfristig, mittelfristig deshalb, weil es natürlich Selbstständige gibt, die sich privat sehr gut abgesichert haben, die ja auch schon eine lange Zeit der Selbstständigkeit hinter sich haben. Das heißt, man wird da Übergangs Modelle brauchen. Man wird in der Übergangsphase, ich stelle mir da auch eine Altersgrenze vor, wie es ja jetzt auch das BMAS vorgeschlagen hatte, eine Altersgrenze geben. Und wenn Leute über der Altersgrenze sind, dann sollten sie da quasi nicht mehr herangezogen werden. Und oder man muss da zumindest genauer hingucken, was die selbst an Vorsorge haben. Also das ist das eine. Das zweite ist, man muss die Einbeziehung von Selbstständigen verbinden, aus meiner Sicht mit einer Entlastung. Also es geht nicht, will ich auch deutlich sagen, mir und meiner Partei nicht darum, Selbstständige zu belasten, sondern es geht uns darum, sie zu stärken und zu entlasten. Und deswegen müssen wir beim Thema Krankenkassenbeiträge noch mal einen Schritt gehen. Wir sind ja in dieser Koalition jetzt so weit gegangen mit dem Koalitionspartner, dass wir die Mindestbeiträge für die gesetzliche Krankenversicherung mehr als halbiert haben. Das reicht uns aber nicht aus. Wir wollen strikt einkommensabhängige Beiträge analog zu den abhängig Beschäftigten. Das heißt, wir wollen da entlasten. Und das Dritte wird sein, dass wir bei der Ausgestaltung der Beitragserhebung zu Lösungen kommen, die berücksichtigen, dass Selbstständige stark schwankende Einnahmen haben und die auch dem Rechnung tragen, dass die Selbstständigen ja Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag voll bezahlen müssen. Das heißt, man muss quasi dann auch gucken, dass das wirklich die Beitragssätze auch wirklich gleich hoch sind, ne, für abhängig Beschäftigte und Selbstständige und nicht unterschiedlich. Also Selbstständige quasi sollen nicht einen höheren Beitrag zahlen. Ich weiß, dass das Thema ist auch immer schwierig, weil die Frage ist sozusagen, wen nehme ich eben mit rein in die Rentenpflicht? Da sind die Selbstständigen bei mir auch nicht ganz oben, sondern das sind vor allen Dingen erstmal Beamtinnen, das sind PolitikerInnen, das sind diejenigen, die also sozusagen ja auch in gewisser Weise abhängig beschäftigt sind. Das wären diejenigen, die als erstes mit reinkommen. Und dann müsste man bei den Selbstständigen da tatsächlich auch nochmal sehen, dass wir die Altersgrenze so legen, dass ein Großteil derer, die jetzt selbstständig sind, nicht betroffen sind, sondern wirklich nur Leute, die neu sich selbstständig machen und damit dann auch die Beiträge entsprechend schaffbar sind. Ich persönlich, das sage ich auch, wäre auch immer dafür, gerade in den Jahren der Gründung der ersten Jahre hier ein Moratorium zu machen, beziehungsweise die ersten Jahre noch erstmal beitragsfrei, damit ich die Belastung zu Anfang nicht habe. Ich weiß das ja selber aus meiner Tätigkeit, man kommt ja häufig wirklich, vieles entsteht ja aus einer Nebentätigkeit. Das heißt, wenn ich dann aber schon gleich voll meine gesamten Beiträge zahlen muss, kann das schnell zu einer Belastung werden und ich höre vielleicht dann auch ganz schnell damit wieder auf. Wissen Sie, ich war immer der Meinung, ein faires System einer Pflicht zur Vorsorge, das kann man schon machen. Aber wie das System fair auszugestalten ist und ob einfach jetzt eine Zusatzbelastung draufkommt, ausgerechnet nach der Krise, da kommt sehr auf die Details an. Deswegen sage ich die wesentlichen Parameter, vertiefen wir gerne, wenn Sie wollen. Maximale Wahlfreiheit. Sie entscheiden, wie Sie vorsorgen fürs Alter. Und es gibt keinen Zwang in die gesetzliche Rentenversicherung, wie das SPD und gerade auch die Grünen mit ganz massiver Schärfe wollen. Das überzeugt mich nicht. Zweitens, Karenzfristen in jeder Gründungsphase. Ich würde sagen, mindestens 3, besser 5 Jahre, wo nach einer Gründung erstmal gar keine Vorsorgepflicht da ist. Weil am Anfang müssen Sie sich um die Entwicklung Ihres Geschäftsmodells kümmern und man darf auch nicht nur einmal im Leben gründen dürfen. So, also das ist für mich klar. Und drittens, es darf maximal eine Verpflichtung geben, analog in der Höhe der Verpflichtung, danach dieser Karenzphase, der Höhe, wie Angestellte verpflichtet sind und auch nur bis zur Maximalhöhe, die dann im Alter ungefähr so über Grundsicherungsniveau herausführt. Alles andere, weil da würde die Solidargemeinschaft sonst ja einspringen und alles andere müssen Sie selbst entscheiden. Wenn das die Parameter sind, dann wäre es, glaube ich, ein Schritt nach vorne. Also, wenn man sich mal so ein bisschen die Historie anguckt, wie ist es überhaupt zu diesem Vorschlag gekommen? Sind wir mal ehrlich, wir haben 3% Empfänger von Grundsicherung im Alter in Deutschland. Das ist eine sehr geringe Gruppe. So, davon sind zwar
viele auch ehemalige Selbstständige. Wir wissen inzwischen aber auch, Dr. Lutz, die meisten sind in diese Situation geraten, weil sie beispielsweise in Insolvenz gehen mussten. Also nicht selbst verschuldet von wegen, mir ist alles egal und ich sorge jetzt mal nicht vor, sondern es hat schon auch handfeste Gründe und dafür ist ja unser Sozialstaat auch da. Aber ich habe immer die Frage gestellt, rechtfertigt es, dass es da eine gewisse Anzahl von Bedürftigen gibt, ein Gesetz zu machen, das alle wirklich in einen Topf wirft, ja, und ihnen so viel Freiheit nimmt. In meinen Augen war das nicht gerechtfertigt. Und ich hatte, so ehrlich gesagt, die Branche auch nicht so verstanden, als wenn das von ihnen jetzt ein riesengroßer Wunsch wäre, ne? Es ging immer darum, eine möglichst gute freiheitliche Lösung aus dem Boden zu stampfen, wenn es denn dann käme. Aber wenn es nicht käme, ist es nicht so, dass unsere Selbstständigen in Deutschland alle plötzlich in ein schwarzes Loch fallen. Wie sich das jetzt nach Corona bewertet, muss man natürlich nochmal dann sehen. Aber vom Grundsatz her, die Zahlen, die wir im Vorfeld immer hatten, die auch in den Anhörungen präsentiert wurden, gaben doch schon auch sehr, sehr aufschlussreich darüber Informationen, dass die Absicherung sehr, sehr gut ist. Deswegen, ich sage Ihnen ganz ehrlich, also mein Herz hängt da jetzt nicht an einer Lösung, die Sie alle in die Gesetze Rentenversicherung bringt. Und solange wir von dieser Debatte nicht runterkommen, ist da meine Leidenschaft auch begrenzt, etwas zu machen, wissen Sie? Und ganz ehrlich, das BMAS hat es doch selbst gesagt, es ging denen doch nicht darum, dass sie einen guten Lebensabend verbringen, es ging doch darum, dass sie die Sozialkasse füllen, dass die deutsche Rentenversicherung gut aufgestellt ist finanziell für den Moment. Ja, und wenn ich sowas dann höre, dann auch aus entsprechend glaubhafter Quelle, dann kann ich doch das Vorhaben als solches nicht mehr wirklich gut befinden, oder? Aber Herr Dr. Lutz, wenn Sie und Ihre Mitglieder sagen, wir wollen das unbedingt, dann werde ich Sie nicht dran hindern.